In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie einfach es sein kann, Ihr Eigenheim durch den Einbau neuer Türelemente aufzuwerten. Legen Sie die Zarge auf eine ebene Fläche. Zum Schutz vor Kratzern legen Sie eine Folie oder etwas Ähnliches unter. Öffnen Sie vorsichtig den Karton. Überprüfen Sie den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit. Der Montagebeutel ist im Lieferumfang inbegriffen. Für die Montage der Zarge benötigen Sie einen Hammer, Schraubendreher, Holzleim, Spreizen, Keile, Montageschaum, einen Innensechskant und eine Wasserwaage. Entfernen Sie die Schutzkappen und legen Sie alle Teile in die Montageposition. Tragen Sie Leim an den Schnitt- und Kontaktflächen der Eckverbindungen auf, sowie in die vorgesehenen Aussparungen im Zargenquerstück für die Lamellos. Setzen Sie dann die Lamellos in die Einsparungen und fügen Sie die Zargenteile so zusammen, dass die Außenflächen der Falzbekleidungen bündig schließen. Drücken Sie die Exzenter in die vorgesehenen Bohrungen und drehen Sie diese mit Hilfe eines Schraubendrehers fest. Überprüfen Sie die Bündigkeit der Falzbekleidung. Setzen Sie anschließend die Spezialverbindungsklammern ein. Achten Sie auf überschüssige Leimreste, die Sie sofort entfernen sollten. Warten Sie, bis der Leim getrocknet ist. Um die Zarge später waagerecht und lotrecht ausrichten zu können, gleichen Sie Unebenheiten mit Holzplättchen aus. Setzen Sie die Falzbekleidung in die Maueröffnung. Sie haben bei Bedarf die Möglichkeit, zum Beispiel Kabel hinter der Zarge zu verbergen. Legen Sie bei glatten Böden, wie zum Beispiel Laminat oder Fliesen, 2 mm starke Plättchen unter die Zarge, damit Bodenluft für die spätere Versiegelung entsteht. Nehmen Sie das Maß aus dem oberen Bereich und übertragen Sie dieses mit Hilfe von Spreizzwingen auf die Höhe des Schließblechs und der unteren Bänder. Fixieren Sie nun die Zarge mit Keilen und richten Sie diese lot- und waagerecht aus. Bei Wohnungsabschluss- und Ganzglastüren muss die Zarge im Band- und Schlossbereich druckfest hinterfüttert werden. Beachten Sie bitte bei diesen Türen die zusätzlichen Montagehinweise in der beigefügten Montageanleitung. Setzen Sie nun die Zargenbänder ein und ziehen Sie diese fest. Entfernen Sie den Bodenschutz am unteren Ende der Tür. Zur Sicherstellung der Bodenluft ist das Türblatt vom Ausschäumen der Zarge einzuhängen. Durch Unterfüttern oder Kürzen der Zarge kann die gewünschte Bodenluft eingestellt werden. Hängen Sie nun das Türblatt ein und entfernen Sie die Plastikhalterung für den Schlüssel am Schluss der Tür. Überprüfen Sie die Gangbarkeit und Schließfunktion. Justieren Sie gegebenenfalls die Bänder an der Tür. Hängen Sie das Türblatt anschließend wieder aus. Füllen Sie die Hohlräume zwischen Mauerwerk und Futterbrett in den Eckbereichen, in dem Bereich des Schließblechs und der unteren Bänder mit Montageschaum aus.
warten Sie etwa 20 Minuten, bis der Schaum ausgehärtet ist. Legen Sie alle Teile der Zierbekleidung in die Montageposition. Tragen Sie zunächst Leim an den Schnitt- und Kontaktflächen der Eckverbindungen auf und fügen Sie die Teile bündig schließend zusammen. Setzen Sie die Exzenter in die vorgesehenen Bohrungen und ziehen Sie diese fest. Überprüfen Sie wie bei der Falzbekleidung die Bündigkeit. Nachdem der Schaum ausgehärtet ist, entfernen Sie zuerst die Spreizzwingen und anschließend die Keile. Schneiden Sie den überstehenden Schaum bündig mit der Wand ab. Schieben Sie nun die Zierbekleidung in die dafür vorgesehene Nut im Futterbrett. Bei glatten Böden versiegeln Sie nun die Bodenluft mit Silikon. Dies ist wichtig, um das Aufquellen, beispielsweise beim Wischen, zu verhindern. Hängen Sie das Türblatt ein und verschließen Sie Bohrungen auf Höhe der Bänder mit den beigefügten farblich passenden Abdeckkappen. Informationen für die Drückermontage entnehmen Sie aus der Montageanleitung des jeweiligen Drückers. Legen Sie die Papierschablone mit Hilfe des Drückerstiftteils auf die Tür auf und fixieren Sie diese. Bohren Sie nun an den gekennzeichneten Stellen mit einem dünnen Bohraufsatz vor. Wiederholen Sie den Vorgang auf der Gegenseite. Bohren Sie anschließend mit einem größeren Bohrer das endgültige Loch. Benutzen Sie bei Nylon-Garnituren einen 6,5 mm Bohrer, bei Garnituren mit Kunststoffunterteilen einen 7,5 mm Bohrer und bei Garnituren mit Metallunterteilen einen 8,5 mm Bohrer. Drücken Sie nun den Griff mit dem Drückerstiftteil in die Bohrungen und fixieren Sie diese. Achten Sie darauf, dass die Fügungsnase nach unten zeigt. Fixieren Sie die Unterteile mit den beigefügten Schrauben. Setzen Sie anschließend die Rosetten auf die Unterteile. Fixieren Sie den Griff mit Hilfe des Innensechskant. Prüfen Sie die Gangbarkeit der Tür. Justieren Sie gegebenenfalls die Bänder an der Tür nach und prüfen Sie anschließend die Schließfunktion des Schlosses.